Julian, was für ein Spiel. Also, wer da irgendwie Herztabletten braucht, der sollte besser nicht in die Arena kommen. Ne? Nach Dienstag jetzt noch dieses Ding gegen Bremen. Absolut. Also es ging wieder auf und ab im ganzen Spiel. Dann gehen wir in Führung und in der letzten Minute sind wir wieder knapp daran, den Ausgleich zu kassieren. Und ja, letztendlich schnaufen wir jetzt, glaube ich, alle erstmal durch, dass wir das Spiel hier mit 3 Punkten nach Hause gebracht haben. Du warst in der ersten Halbzeit noch auf der Bank, konntest dir das also von außen genau angucken. Fehlt da so ein bisschen die geistige Frische dann nach so vielen Spielen? Bremen hat 5 Pflichtspiele weniger, konnte sich offensichtlich sehr gut auf dieses Spiel vorbereiten. Ja, Fakt ist natürlich, dass wir so viele Spiele in den Knochen haben, ist ganz klar. Und ja, dass nicht jeder Spieler 20, 30 Spiele am Stück auf 100% Niveau spielen kann, ist ganz klar. Aber ich glaube, auch Bremen hat hier gut mitgespielt und die haben uns die Sache hier gar nicht einfach gemacht. Und von daher ist der Weg, der Sieg hier noch umso höher zu bewerten. Das waren 3 goldene Punkte, würde ich mal sagen, errungen durch dein Tor. Schilderst du mal die Situation? Ja, ich spiele den Ball zu Jermaine eigentlich, dass der den Ball selber reinmacht. Aber ja, wir sind auch gute Kumpels und er hat mich nochmal gesehen, dass ich mitgelaufen bin. Spielt den Ball dann super rüber und dann ja, habe ich diesmal die Nerven behalten und das Ding reingelegt. Gab noch einen zweiten dann, ne, mit rechts, der war schwieriger? Ja, war eigentlich eine ähnliche Situation. Da habe ich mich anders entschieden, direkt abzuschließen. War gut gehalten. Vielleicht auch ein bisschen unpräzise abgeschlossen, aber ich glaube, morgen fragt da niemand mehr nach. Die Stimmung in der Arena, war die heute nicht absolut herausragend, noch herausragender als sonst? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, nach dem 2-1 hat die Bude hier gebrannt, aber das kennen wir auch von Schalke. Und von daher ist es vielleicht gar nicht so erwähnenswert, weil es ja eigentlich auch Standard ist hier in Gelsenkirchen in der Arena, dass wir solche Stimmungen haben hier.